Hallo Stier. Ja. So, für Leute, die es betrifft, Trennung, der Weg danach, ja. Was geht ab bei Stier? Was sind die Botschaften? Wie geht es weiter? Ja. Vergangenheit. Danke. Gegenwart. Unbewusst. Super. Was sagen die Engel zu der Situation? Eine bitte. Eine Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. Vergangenheit. Gegenwart. Unbewusst. Zukunft. Stier. Eine Geschichte. Hier. Hauptperson. Ich mache die Karte ein bisschen so. Wie geht es weiter in der Liebe für dich? Ja? Trennung. Der Weg danach. Ein bisschen euch nicht besser machen, zum Mischen. Stier. Wie geht es weiter für dich in Sachen Liebe? Ja? Stier, geht es los, Vergangenheit. Uff. Bei dir hat es gekriselt schon im Sommer. Ja? Stier. Sommer, jetzt, im Hier und Jetzt. Du hast, was ich hier merke, vor kurzem dich getrennt. Wirklich vor kurzem. Noch nicht lang her. Stier. Das war nicht ohne. Ja? Auch Aggressivität war vorhanden. Ja? Frostige Stimme und ihr habt euch nichts mehr zu sagen gehabt. Sehr turbulente Zeit. Streit. Ja, und es hat jetzt im Sommer angefangen. Also diese Trennungsstil ist kurz. Hm? Was ich hier merke. Gegenwart. Trotz dieser schwierigen Trennung, das war nicht ohne, sehr schmerzhaft. Enttäuschung ist groß bei dir geschrieben in Stirn. Groß. Man merkt dich gerade sofort, dass etwas, du hast viel durchgemacht in der Vergangenheit, immer noch. Hm? Diese Emotionen bei dir sind immer noch da, diese großen Schmerzen. Hm? Aber du brauchst Zeit, ja. Zeit brauchst du, ja, das merke ich hier. Wirst du, ja, deinen Weg gehen, ja, wieder unter die Leute gehen, ja, mit Angehörigen, Familien, Stabilität kommt in dein Leben, das ist ja Leute, 10 der Kelche, ja,
also ab dem Herbst geht mit deinem Leben wieder vorwärts. Das merke ich. Was ist dir unbewusst? Was dir unbewusst ist, dir, du musst es lernen. Das war auch eine Hausaufgabe für dich vom Universum als Mensch, die Entwicklung für dich selbst, dass du dich weiterentwickelst, nicht bleibst stehen, trotz dieser Trennung. Was ist, dass dir das unbewusst ist, wie intuitiv du bist, ja, mitfühlend, ja. Ich kann sagen, sogar Talent und Gabes medial, wie ich, Medium. Das ist dir alles unbewusst, diese Talente, die du hast. Und diese Talente helfen dir, das alles zu überstehen und weiterzugehen. Das ist für ein paar Prozent da draußen. Ja. Du bist hilfsbereit, du bist gut, wie du bist. Das ist, zeigt mir hier diese Karte. Du bist offen, wieder, aber du wirst es merken, wenn die Zeit reif ist, damit das vorwärts geht in dein Leben. Was dir unbewusst auch ist, wo dir ein wenig jetzt momentan im Hier und Jetzt Gegenwart bremst ein wenig, ist zu viel Verpflichtung. Schau mehr auf dich, ja? Jetzt hier. Ja, hier. Immer noch, das ist diese Emotionen, die ich dir gemerkt habe, ja, von der Vergangenheit, ja. Das schleppst du immer noch in Zukunft mit. Du musst beschleunigen. Du wirst zwischen zwei Menschen neu kennenlernen sein, ja. Aber einer von denen ist nicht der Richtige, das wirst du merken. Ja. Du wirst zwei Menschen in Zukunft, hör zu. Du wirst zwei Menschen kennenlernen in Zukunft, ja. Aber einer von denen ist die falsche Person. Ja, da wirst du wirst es merken. Und es kommt Veränderung bei dir. Und in nachher Zukunft, das wird alles wird schnell passieren. Ja, plötzlich passiert schnell passieren in dein Leben. Ja. Und es kommt viel Veränderung. Ja. Du bist ein Heilungsprozess. Ja. Du bist ein Heilungsprozess. Was ist hier die Botschaft in der Mitte? Schau mal. Sprich deine Wahrheit, ja, Erzengel Gabriels über dich. Ich danke dir, Gabriel, dass du mir hilfst, mir Integrität zu sprechen. Ja. Sprich deine Wahrheit. Sei ehrlich zu dir auch selbst. Das ist hier die Botschaft. Was kommt in Zukunft in der Liebe? Wow, eine richtige, seriöse Partnerschaft. Die Situation hat mit Hochzeit zu tun. Kann bis zur Hochzeit gehen, je nach ob du hier in Resonanz bist, ja, und dich betrifft. Und du wirst, ja, du bist in Freiheit in Sachen Liebe und du wirst deinen Frieden wiederfinden, ja. Sehr schöne Botschaft, Happy End am Schluss, Stier. Alles Gute. Bye.